René Lauzon, Matthias Tempel, Martin Hohmeier und Oliver Schröder alias Bushfire und Know Why. Und wie es der Zufall will, sitzt links neben mir Oliver Schröder. Bushfire, was hat es damit auf sich? Bushfire ist eine super alte Band, die wir 1996 gegründet haben. Es war eigentlich so, wir hatten vorher eine Band, die hieß Pink Torpedo und unser Sänger ist uns abhanden gegangen. Und da haben wir dann den kleinen René damals gefragt, ob er Lust hätte, bei uns zu singen. Und daraus wurde dann Bushfire 1996. Und 1997 haben wir unser erstes kleines Album gemacht mit 4 Songs. Und 2000 dann ein etwas größeres. Also es ist quasi so eine Art Revival jetzt. Ja, absolut. Ja. Also genau, 25 Jahre Bushfire im Grunde genommen, auch ein Jubiläum. Und alles noch die alten Songs von damals, die das ihr sind spielt? Die, genau. Ja. Mhm. Was war das für ein Gefühl, wieder zusammen zu spielen? Superschön, superschön. Wir hatten das auch schon mal vor 2 Jahren oder so in Bad Nenndorf, als wir mal mit René gespielt haben. Da haben wir teilweise auch Bushfire-Songs tatsächlich gespielt, 3 Stück oder so. Okay. Mhm. Bushfire wird uns übrigens durch die ganzen 4 Folgen begleiten und Oliver Schröder auch. Der wird dann immer wie durch Zauberhand auftauchen, wenn ein Bushfire-Song erklingt. Und darum sehen wir ihn bald wieder.